Einen wunderbaren 23. April. Ich habe heute die Aufgabe, euch die fünfte Dimension mit den einfachsten Worten, einfachsten Möglichkeiten, einfachsten Übungen anzutrainieren, weiterzugeben, auszulehren. Und das mit einem Video, wo ich genau jetzt, exakt jetzt, gar nicht weiß, was ich nun sagen werde. Es heißt, ich soll euch zuerst einmal begrüßen. Wir sind in der fünften Dimension gelandet. Wir sind jetzt wirklich angekommen. Es ist wie der Flieger ist angekommen am Boden und in diesem Flieger sind jetzt ganz viele neue Energien drin. Hier sitzt zum Beispiel noch Serban Bay. Serban Bay ist galaktische Föderation. Das heißt, wir haben ganz viele Sternengeschwister, die uns helfen, einen Anstieg an Energie, an Fairness, an Frieden, an Korrespondenz und so weiter zu vermitteln. Annehmen müssen wir es selbst. Und das ist vielleicht genau diese Schwierigkeit, die wir in den nächsten 3 Jahren noch haben. Wir wissen gar nicht, wie dieses geht, fünfte Dimension. Und das soll ich euch nun langsam Schritt für Schritt weitergeben. Hier in diesem Flieger sitzen noch 3 neue Wesenheiten. Das eine ist Lord Jesus. Und nun fragst du dich, was ist ein Lord Jesus? Eine neue Energie. Ich erkläre es dir zuerst, warum es nicht heißt Jesus, sondern Lord Jesus. Lord Jesus kommt ganz fest von den, wie heißt es, von den Mayas, kommt ganz fest zum Beispiel von allen Gospel-Berufenen. Lord Jesus kommt ganz bewusst von der höchsten Hierarchie der Engel und hat ganz wenig mit dem zu tun, was zum Beispiel über die Bibel, die vom Menschenhand geschrieben wurde, weitergegeben wurde. Hier kann jeder seine eigene Antwort finden, wenn er in seinem Herz ankommt. Das zweite ist die Sonnenenergie. Wir kommen jetzt in eine ganz wichtige Sonnenfinsternis, Sonnenauferstehung, Sonnenübergang und es wird allgemein viel wärmer bei uns. Also ich rede hier von den EU-Ländern. Und diese Wärme wird uns verändern, wird bei uns ganz viel auslösen. Wobei es ganz oft im Körper kälter ist, als wir es kennen. Das heißt, wir gehen sogar ab und dann bis zu 2 Grad hinunter. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die normale Temperatur ist zwischen 36,8 und 37,4, dann kann es ab und zu sein, dass wir wirklich auf 35,7 hinuntergehen. Warum? Anpassung. Und manchmal friert es dich, obwohl da draußen die Sonne scheint und du hast das Gefühl, innerlich fast zu erfrieren. Anpassung. Die Sonne verändert sich. Die Sonne geht nun in eine, wie heißt es, in eine Merkaba. Ergänzung hinein. Das heißt, wir werden nun in ein komplett neues Bewusstseinsfeld hineingebracht über die Sonnenenergie. Und darum werden wir noch ganz viel körperliche Anpassung erleben. Und das dritte ist, die Mayas kehren wieder zurück. Sie sind nur, ich sage es auf meine einfachste Art und Weise, in den Nebel verschwunden und nun kommen sie wieder. Und es gibt einen, Petetano. Wahrscheinlich lese ich dieses Wort nun falsch ab. Petetano ist einer der Ausgewählten der Maya-Stämme, der zum Beispiel für mich zur Verfügung steht und der sagt, diese Tolskien-Magie, also zwar nie wirklich bewusst studiert, aber wir werden es schon durchbringen. Wir werden den Menschen schon das über dich vermitteln dürfen, was ansteht. Es kommt also innerhalb der nächsten paar Monate zur richtigen Bewegungen, wo die Sonne mehr Kraft einfließen lassen darf, wo natürlich die Natur sofort darauf reagiert und wenn die Natur darauf reagiert, reagieren wir Menschen darauf und das Magnetfeld der Erde ist längst schon in diesem neuen Hologramm, in diesem Hieroglyphen-Zeitfenster angekommen, das heißt Anpassung, Anpassung, Anpassung passiert auf allen Ebenen. Was ist also die fünfte Dimension? Die fünfte Dimension ist eine bewusste Veränderung von Licht. Und je mehr Licht
mir Schatten, seit 2009 ganz immens, kamen die Schatten hervor und wir durften uns diesen Schatten so richtig stellen und durften verändern, durften wachsen, durften uns öffnen und durften weitergehen. Und jetzt kommt dieses Licht simulant in jede Zelle. Unser Körper über die DNA ist korrespondiert, das heißt, wir verändern uns von der Psyche her. Und wenn unsere Psyche sich aufladen darf mit mehr Licht, verändern sich auch die Körperzellen. Das heißt, Krankheitsbilder gehen zurück, wie keiner erklären können. Auf einmal ist etwas, was schon chronisch erklärt wurde, nicht mehr da. Aber wir brauchen noch ein wenig, geht noch ein, zwei Jahre. Aber wir sind in diesem Korrespondenzfenster drin. Und die fünfte Dimension ist eine Einladung, dass du nur noch Licht lebst. Das hat jetzt wenig mit Lichtnahrung zu tun, obwohl dieses Thema immer wieder da sein wird. Aber es geht mehr darum, dass du mit dir selbst dieses Licht, diesen Lichtgedanken lebst. Das heißt, alles, wo schwer ist, geht weg. Und es heißt immer wieder, mach es dir von deinen Gedanken her klar. Du bist jetzt im Licht. Und wenn du im Licht bist, brauchst du keine dunklen Schatten, brauchst du nichts, wo dich hindert, frei zu sein. Und es kommen so viele neue Möglichkeiten, wo du erleben wirst, dass alles viel einfacher läuft. Aber du musst es wollen. Es geht darum, dass du dir klar wirst, wenn du es willst, wird es so geschehen, weil wir eine ganz große Manifestationskraft schon in uns haben. Und darum ist es ganz wichtig, was machst du daraus? Brauchst du täglich diese saure Zitronenlimonade oder wird sie langsam süß? Du entscheidest. Wir haben eine so große Manifestation von Licht jetzt über diese fünfte Dimension bei uns. Und je mehr Menschen dieses leben, je mehr Menschen dieses nicht nur predigen, sondern auch leben, je schneller manifestiert es in der realen Welt. Politisch wird es noch einige Schlammschlachten dazu geben. Und ich höre jetzt einiges von der politischen Ebene, aber ganz ehrlich, habe ich keine Lust, hier in diesem Video es euch weiterzugeben. Ich weiß, dass es einen großen Crash zwischen Amerika und Korea gibt. Aber wichtig ist, wir können eine neue Simulation herbeiführen. Das heißt, du denkst nur noch gut über dich. Du willst nur noch das Beste für dich. Und immer dann, wenn wieder so ein kleines bewegbares Steinchen auf dich zukommt, erinnere dich an dein Licht. Strahle, werde ich noch ganz oft weitergeben. Strahle, um das zu sein, weswegen du auf dieser Welt bist. Es wird sich einiges auf diesem Planeten noch bis 2025 verändern. Zwei Jahre. Aber diese Veränderungen sind kolossal. Wir sind endlich durch ein sogenanntes Schlund der Erde durch. Das heißt, will ich auch noch erklären, wenn es heißt, der Schlund der Erde wird geschlossen, dann sind sämtliche Ahnengeschichten vorbei. Dann bewegst du dich auf einem komplett neuen Feld und das wird so viel verändern, wenn du für irgendwelchen Ahnenquatsch gestanden bist und dieser nicht mehr gültig ist, dann merkst du erst jetzt bis in die Sommermonate, für was du auf dieser Welt bist. Dann merkst du zum ersten Mal, was wahrlich dein Job ist. Dann merkst du, was dich getriggert hat, was du nicht mehr benötigst und jetzt machst du volle Fahrt aufs neue Bewusstsein. Was macht dich aus? Warum bist du auf dieser Welt? Und was hat dich davon abgehalten, nicht das zu sein, was du bist? Also wir haben hier einiges zu tun. Und nun das Schöne zum Schluss. Wir kehren ein in die älteste Maya-Tradition und das heißt, wir werden über drei Tollzinn gefördert. Und das wird in den nächsten 10 Tagen etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber da ich hier wirklich nicht ganz gut sattelfest bin mit diesem Tollzinn, werde ich mich noch ein wenig informieren und werde es ganz sicher die nächsten Tage euch erklären. Heute ein wenig die fünfte Dimension euch erklärt. Es geht also ganz groß, hoch, stabil hinaus. Neue Bewegungen, neue Ansätze. Es wird leichter. Das soll ich euch sagen. Einen wunderbaren Sonntag und danke wie immer dir fürs Zuhören. Danke.